WTT Young Leader Award 2014. Herzlich willkommen. Wie wichtig ist der Anlass im Jahr der FAS? Das ist ein ganz wichtiger Anlass, wo wir die besten Praxisprojektteams auszeichnen. Und die Praxisprojektteams die leisten hervorragende Arbeit für Unternehmen, die sie echte Aufträge erbringen. Studentinnen und Studenten haben sich dem Wettbewerb gestellt, um die beste studentische Arbeit im Bereich Marktforschung und Managementkonzeption. Wettbewerbsfähigkeit. Sie, liebe Studentinnen und Studenten, wissen, was damit gemeint ist. Denn Sie haben bewiesen, dass Sie wettbewerbsfähig sind. Sonst wären Sie heute nicht hier. Nun, im Zentrum des heutigen Anlasses steht, wir haben das schon gehört, die Prämierung der Praxisprojekte von jungen, zukünftigen Führungskräften, unseren Young Leaders. Und ich bin sehr froh, dass wir so viele Young Leaders in der Schweiz haben, die für unser Land so wichtig sind. Wie schätzen Sie eigentlich das Bildungsmodell, das wir an der FAS praktizieren, ein, wo wir Praxisorientierung wirklich handfest in der Zusammenarbeit mit Unternehmern praktizieren? Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Element von der Bildungslandschaft Schweiz. Wir haben ja einen sehr guten Mix, wo wir Universitäten, Fachhochschulen, Berufsausbildung haben. Und das ist etwas, was wirklich die Stärke von der Schweiz ausmacht. Der WTT Young Leader Awards in Marktforschung. Applaus AG! Vielleicht nicht mal mit der Nominierung gerechnet, sind wir nominiert worden. Sie sind mega glücklich, schon nur hier zu sein. Der Award, ja, ist selten, oder? Super. WTT Young Leader Awards 2014 in Managementkonzeption geht dann Solenthaler Recycling AG. Also die Zielsetzung, die ich dem Team von Anfang an gesagt habe, ist weniger Blabla und mehr Praxis. Und sie haben enorm viel Praxis geleistet und geliefert. Wir freuen uns wieder, Sie zu sehen nächstes Jahr am Montag. Montag, 21. September 2015, wenn es heißt WTT Young Leader Awards 2015. Einen schönen Abend, herzlichen Dank und auf Wiedersehen.